Sie haben hier über die Bedeutung der Digitalpolitik gesprochen, Frau Bundeskanzlerin. In der Tat, auch da müssen wir Tempo aufnehmen, wenn wir auf Höhe der Zeit sein wollen. Das haben wir hier schon öfter besprochen. Damit wir Tempo aufnehmen, müssen wir weg aus der Praxis der Rohrpost, die es ja auch im Bundeskanzleramt noch gibt, sondern müssen hin auch zu modernem Verwaltungshandeln, zu einem Management der Transformation, Digitalisierung aus einer Hand. Dazu wäre es empfehlenswert, alle Kompetenzen und Ressourcen auch an einer Stelle in einem Digitalministerium zu bündeln. Bislang ist das an der Union gescheitert. Jetzt höre ich auf dem Bundesparteitag der CDU, also eigentlich bräuchte man ein Digitalministerium, willkommen im Club, und sogar der Chef des Bundeskanzleramtes sagt, wir brauchen ein Digitalministerium. Frau Bundeskanzlerin, lassen Sie der guten Erkenntnis doch einfach Taten folgen. Oder liegt es an der SPD? Will sich die SPD den ekligen Bonbon ans Revers kleben lassen, dass es an Ihnen scheitert, dass wir nicht ein zentrales Management der Digitalisierung bekommen? Also eigentlich sind doch alle außer den Grünen einer Meinung, wir brauchen sowas. Ja, Sie haben eingerichtet ein Heimatministerium, weil Horst Seehofer in Bayern keine mehr hat. Was uns aber noch fehlt, ist ein Digitalministerium, damit Sie auch die Zukunftsfragen angehen. Also lassen Sie den guten Erkenntnissen Ihres Parteitags im Regierungshandeln Taten folgen.